Hallo, grüß euch. Heute bin ich bei meinen Züchterkollegen mit den Beagle. Jetzt schaut mal, was das für Prachtstücke sind. Wir haben sie ja schon mal fotografiert und gefilmt, dass sie kleiner waren, aber da war natürlich die Schönheit und das Rassetypische noch nicht so toll ausgeprägt. Also jetzt ist das wirklich sensationell, wunderschön. Die Farbgebung ist schon ganz tief intensiv geworden und die Ohrenlänge hat sich toll entwickelt, also besser geht's. Glaube ich nicht mehr. Leider sind es nur 3 Welpen, also allzu viel kann ich nicht sagen. Und das war jetzt die erste Hündin. Und dann sagen wir, jetzt kommt gleich die nächste. Die zweite schnuckelige Hündin, die Schwester, ist auch schon wunderschön. Farbentwicklung, tiefschwarz, also richtig toll. Ganz nett und verspült vom Wesen. Sie holen sich keine Sekunden mehr ruhig, es geht nur in meiner Hand. Aber wenn du es nicht festhält, ist ja jeder irgendwo wieder Pitschipfer im Garten und nicht vor der Kamera. Also Entwicklung wirklich toll, schöner geht es nicht mehr, das kann man eindeutig sagen. Und gern sage ich in meinem Video, oh Schoko, raus, gleich unser Video aus, weil jetzt holen wir den letzten von der Dreierbande. So, der Rüde in dem Wurf, der greift sie am kräftigsten an, aber das ist ja gern so, dass die Burschen oder die männlichen Exemplare bei den Tieren und bei den Menschen ein bisschen kräftiger sind. Eine Top-Farbe hat also eine Top-Optik, ein super Hund, ich bin begeistert. Schaut euch das auch wunderschön da mit Weiß herinnen, also wirklich, was kann sich das Herz noch mehr wünschen. Und wer sich da jetzt verliebt, stopp! Die haben natürlich alle schon einen Besitzer, ist eh klar. Die Leute rennen uns natürlich die Tür ein, wenn wir so wunderschöne Hundeherz haben. Und bei den Züchtern geht es so wie im Bienenstock mit Anfragen. Aber so soll es ja auch sein. Die Welpen da sind aus genetisch kontrollierter Zucht, wie wir es ja immer machen. Wir halten alle unsere Züchter immer an, Gentests zu machen, damit man eben möglichst Erbkrankheiten und sowas ausschließen kann. Eine Garantie kann es auf Hunde nie geben, weil es sind lebende Tiere. Aber alles, was man halt so untersuchen kann, mit Hilfe der Tierärzte und Wissenschaft, macht man natürlich. Okay? Dann sagen wir Tschüss und liebe neue Besitzer, bald sehen wir uns. Bisschen Geduld, noch ein paar Mal schlafen, dann kommen wir nach Hause. Baba!